for a little walk in the rain. And there's light rain. And I think this might be, could be a quite relaxing footage. Because it might feel like I'm carrying you, like you're in a little cradle. And you can probably hear my footsteps. It's just slightly rainy. I like this weather for a change, because it's been really hot the last few weeks. Can you hear the owl? It is now 12:45. I'm going back to work. See you soon. Thank you.
Ist schon wieder weg. Eigentlich merkst du es eigentlich nicht. Da müsste jetzt.
It's raining. I need to get an umbrella. To that appointment, talked to a very, very lovely older lady that I think this guy just thought that we were recording him. And as she's a painter, she painted very, very lovely aquarelle stuff, and we made a picture. We took a photo of one of her paintings, and then I've been to the mayor's office and I took some documentation about something in this town that I want to make a series out of for our media. So now I'm heading back to my office. Since this is a small, nice town, I am the sounds are pretty relaxing.
joy. I've never seen anyone on a bike have such a big ass audio system. I cannot believe it. That was crazy. Getting sweaty here. Although it's quite cold. Holding this up all the time. Let me know if you like these kinds of vlogs with almost no talking. Just being here with me. But you know what I mean? Just this soothing type of being transported. I was being transported for quite a while. Oh great. I think I lost my scarf. I have to go back. Oh, you can see it. So when I was a kid, we went to Romania like one or two times a year, and it was a very long ride, and I got sick in the car a lot, but only like the first 2 hours. Here's my scarf. Liked it, being transported, especially at night, by caring parents who have thought of everything, have enough water and snacks. I think it's a lovely thing. I think of these videos of me walking around as something similar. So let me know if it works for you. If you like it, I could make more. So this older woman, she painted landscapes like from this area and also from Italy, North Italy. And they were really pretty. And she learned it only after she retired from her husband, who worked in the graphics business. Oops. Okay, see you later. Bye. It's getting a little bit darker.
Thank you.
Happy. Durch einen Gemüseladen durchgelaufen sind, zwei Brüder aus Versehen über ein Stromkabel gestolpert, von einem an ihrem Telefon, am anderen an einem blauen PC-Kabel, ein Lesegerät dranhing und der Besitzer war selbst.
das Magazin für politische Literatur. Fabian Wendt, Jahrgang 1979, ist Philosoph. An der Universität Hamburg hat er sich habilitiert. In Bielefeld war er Vertretungsprofessor. Zurzeit forscht, lehrt und schreibt er in Kalifornien in den USA. Seine Einführung in das Thema politische Autorität hat er zuerst auf Englisch verfasst, bevor er das Buch selbst ins Deutsche übersetzt hat. Er geht darin der Frage nach, woher Staaten überhaupt ihre Autorität nehmen, ihr Recht zu herrschen und was es mit Staaten ohne Autorität auf sich hat. Henry Bernhard ist unser Rezensent. Besitzen Staaten überhaupt das Recht, Gesetze zu erlassen und, wenn ja, diese auch nötigenfalls mit Zwang durchzusetzen? Dieser Frage geht der Philosophieprofessor Fabian Wendt in seiner Einführung über die politische Autorität nach. Für ihn eine der grundlegenden Fragen der politischen Philosophie. Und damit geht er auch an die Substanz unseres Zusammenlebens seit Jahrhunderten, das in mehr oder weniger gut funktionierenden, in mehr oder weniger gerechten Staaten organisiert ist. Wendt klärt zunächst Begriffe. Am wichtigsten die Autorität. Autoritäten liefern anderen Personen Gründe, etwas zu glauben oder zu tun, weil sie in bestimmtem Sinne einen höheren normativen Status als andere Personen haben. Wir alle erkennen Autoritäten an, doch immer mit Gründen. Die Autorität der Eltern, weil sie für uns sorgen. Die Autorität des Arztes, weil er vor uns hat. Warum aber sollten wir einen Polizisten respektieren, einen Finanzbeamten, einen Richter? Aus moralischer Perspektive gibt es von Natur aus keine Verhältnisse der Autorität und Unterordnung zwischen Personen. Wie könnten also Staatsbeamte moralische Rechte haben, die normale Menschen nicht haben? An dieser Frage arbeitet sich Wendt zunächst systematisch ab, immer mit praktischen Beispielen. Dabei führt er den Leser auf verschiedene Denkpfade, wie politische Autorität begründet werden kann. Da ist zunächst der Ansatz, dass die Bürger der Autorität ihres Staates und damit der ungleichen Verteilung von Rechten zustimmen, explizit oder auch stillschweigend. Keiner von uns wurde jedoch gefragt, ob er sich einer Staatsmacht unterwerfen möchte, gibt Wendt zu bedenken. Auch der zweite Ansatz, dass der Staat dem Bürger wie einen Service bietet, weil er Schutz, Sicherheit und Frieden gewährleistet und deshalb seine Autorität erworben hat, reicht Wendt nicht weit genug. Mehr kann er hingegen dem dritten Denkkonstrukt abgewinnen, dass die staatliche Autorität, ähnlich wie in einer Familie, legitim ist, da die Bürger eine Gemeinschaft bilden, in der es moralische Bindungen gibt. So wie jeder davon ausgeht, dass Eltern eine Verpflichtung haben, sich um ihre Kinder zu kümmern und dass Kinder eine Verpflichtung haben, ihre Eltern im Alter zu unterstützen, so gehen die meisten Leute auch wie selbstverständlich davon aus, dass Bürger eine Verpflichtung haben, Steuern zu zahlen, zu wählen und rechtsgehorsam zu sein. Das Gleiche gilt für politische Autorität. Die allermeisten denken, dass der Staat selbstverständlich das Recht hat, Gesetze zu geben und mit Zwangsgewalt durchzusetzen. Es gibt nicht viele, die politische Autorität in Frage stellen. Doch auch diese Gemeinschaftstheorie trägt für Wendt nicht umfassend. Hier.